Der Laden geht wieder voll, ne? Die 5000. Die mittlere kriegt er noch rein, ne? Aber der große wieder nicht. Ist irgendwie schade. Obwohl er rein theoretisch auch die großen machen kann, indem er. Es sieht einfach so aus, als ob ich einen Helikopter mitschleppen würde hier. Passt doch, oder? Mhm. Immer zu oberst an der Front. Oder so ähnlich. Das ein. Das ist der. Oh. So alleinstehend der Herr da hinten. 1,8 Meter im Durchmesser. Passt nicht. Ey, der Chat auf meinem zweiten Bildschirm, also auf meinem Tablet, Chromebook, ist so. Ich sehe zwar das geschrieben, aber diese Emojis sind alles echt viel zu klein. Hoch. Naja. Sorry dafür. Ach, man macht auch nicht alles immer, ne? Jeden Tag immer die gleiche Grütze hier. Obwohl, Farmer zu sein, ist eigentlich auch noch gut angenehm. Nicht, man ist selbstständig, ne? Man arbeitet immer und selbst und ständig und man ist und du hast eigentlich nie deine Auszeit. Außer du hast Angestellte. das wäre ich. Die Kohle kassieren und Angestellte zu haben. Ja, gut, Kohle kassieren ist das eine. Ne? Du musst ja auf jeden Fall nicht nur Kohle kassieren, sondern auch noch das Ganze managen. Ne? Ich würde ein paar Polacken einstellen für 5 Franken die Stunde. Na gut. Bis sie das rausfinden, dass sie zu wenig verdienen und dann ist Ende Gelände. Ne? Warum sollten die das rausfinden? Weil sie zum Nachbarn gehen und dann abgeworben werden. Das ist übrigens auch immer so ein Thema, ne? Wenn man, ich sag mal so, wenn man in einem Lande ist, hat man mein Arbeitskollege mal gesagt, ich glaube, es ist Türkei. Oder man da spielt auch keine Rolle grundsätzlich. Aber wenn da, ich sag mal, der Arbeitgeber nebenan 1 Euro mehr in der Stunde gibt, dann ist das schon wieder weg, ne? Das ist also so ein Problem, dass du so wenig die Leute halt behalten kannst, weil ja, ich krieg 1 Euro mehr im anderen Ort, da, ja, warum nicht? Gehe ich da hin, fertig, Schluss aus, ne? Ja, aber das ist dann halt wirklich ein Zeichen, dass die Finanzsituation in dem Land halt einfach nicht gut ist. Aber sorry, wegen Euro mehr, ja gut, eben. Ein Euro ist 10 türkische Lira mehr. Mindestens. Ja, ich glaube 1 zu 10, oder? Ja. Ach, keine Ahnung mehr. Deshalb, das ist aber viel für die. Ja, logisch. Ich meine, es gibt ja auch 1 Euro Jobs, ne? Nur mal so nebenbei, glaube ich. Aber gut, das sind dann, ich glaube, mehrheitlich. Wie heißt das? Es war auch wieder 5 Jahre her. Oder sogar 10 Jahre. Sako Lukas 93, das ist glaube ich wirklich 2 Jahre älter als ich oder dann 4 als 3 als du, Patrick, aber was hatte der? 1 Euro Job. Das ist wie? Einen 1 Euro Job hat er. Nee, der ist verdammt nochmal, der hat zu wenig Luft oder das Kind gehabt irgendwie und dann wurde das Gehirn nicht so gut entwickelt. Ach, was war das nochmal? Der Geburtskanal zu eng. Nee, ach mein Gott, Patrick, bitte, nein. Nee. Meningitis, stimmt. Jetzt habe ich das Ding, Meningitis. Und der kann eben nicht arbeiten, kann auch nicht wirklich lesen und schreiben. Der muss das alles vorgelesen oder der liest das alles vor. Und wenn er was schreibt, dann diktiert er halt das den Endgeräten. Und die schreiben das halt. Und der hat wirklich früher auch Let's Plays gemacht, mit mir auch zusammen teilweise. Und der hat mittlerweile sogar, soweit ich mitbekommen habe, eine Doku oder ist mittlerweile sogar aktiv bezüglich Politik, also in der Politik tätig, dass er halt eben Missstände im Zusammenhang mit Behinderten eben auch
mit den 1-Euro-Jobs im Einhergang aufdeckt oder eben den Leuten zeigt, dass es wirklich Leute gibt, die in einer Stunde 1 Euro verdienen. Das kann ja nicht gut gehen. Ey, wenn du, ich sag mal, 8 Stunden am Tag arbeitest, ich weiß nicht, ob es ein Durchschnittsdeutscher überhaupt macht, keine Ahnung, oder wie lange arbeitet man in Deutschland oder Österreich? Sind es auch, wie bei uns, ca. 42 Stunden im Monat? Nee, in der Woche. Also unsere Betriebskollegen, die müssen eine 35-Stunden-Woche hinliefern. Also in welchem Land denn? Deutschland. Hm? In Deutschland. Da ist ab Freitagnachmittag niemand mehr erreichbar. Ja gut. Das ist glaube ich so, oder? Keine Ahnung. Aber ich sagte generell irgend so ein Thema, man wird immer mehr ausgebeutet. Die in der oberen Etage wollen immer mehr, logischerweise, ne? Und die untenrum kriegen, wenn es noch gut ist, vielleicht ein Lolli, am Ende des Tages. Ein Schnuller. Auch das ist gut. Auch das ist möglich. Also das geht ja auch, ne? Also einer hat mal gesagt bei mir, wo ich lachen musste, ich arbeite nicht mehr unter 45 Franken die Stunde. Ich so gedacht, oh Digga, find mal jemand, der so viel zahlt. Das ist nur eine Medizinbranche so, ne? Nein. Das wäre ja, warte mal kurz. Nein, wenn du temporär Arbeiter bist, dann verdienst du deine 30 in der Stunde. Ich, also wir als gelernte Konstrukteure, wir könnten einen 100er in der Stunde verlangen. Locker. Ich weiß es gar nicht, wie viel. Aber du musst sehen. Du musst sehen, von den 100 müssen wir mindestens die Hälfte davon für Versicherung, Vorsorge. Wir sind beide Schweizer. Screwdriver. 4711. Oder 47.000. Jo, beide. Beide Bekloppte, hier sind wir Schweizer. Ja, wir sind Schweizer, wir sind neutral, ja. Oh, Paddy, rum, hör auf. Das bringt nichts. Oh, Jemine. Naja. Ja, wissen Sie, wir haben das Bankgeheimnis. Ja, ganz das gut. Das gibt's schon lange nicht mehr, mein Gott. Doch, Junge. Das gibt's immer noch. Ich hab nämlich deine Kohle versteckt. In der Scheune. Ja, Party, ey, hör mal auf. Nee, aber wie ist die Schweiz damals auf so eine bekloppte, also ja, nicht bekloppte, ist auf so eine Idee gekommen? Ja, wir sind das kleinste Land. Wir machen das Bankgeheimnis. Nicht wirklich, aber ja. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich sag mal so, Screwdriver, jetzt hört man es. Ja, ich sag's mal so. Guter Patrick, der macht immer so blöde Sachen. Ich bin mittlerweile seit wann habe ich angefangen mit YouTube, mit meinem aktuellen Kanal? 2011, oder? Kann gut sein, also wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, ja. Kommt ja, hin. Ich habe da vorhin schon, bevor ich dich überhaupt gekannt habe, das schon gemacht, also seit 2011, ist schon 11 Jahre her, Junge. So, wann kommt der Geburtstag? Was Geburtstag? Das ist eine Schnapszahl, 11 Jahre, Digga. Das muss Schnaps geben. Irgendwann im April, glaube ich. Aber ja, spielt keine Rolle. Oh, das wäre dann wirklich. Man hört das in den ersten. Habe ich schon mal die ersten Videos auf YouTube? Ja, bestimmt habe ich die ersten Videos immer noch auf YouTube. Da hört man es extrem, dass ich immer noch Dialekt habe. Aber mittlerweile seit über 10 Jahren YouTube, Let's Plays und Co. Habe ich mir, glaube ich, abtrainiert. Keine Ahnung. Ja, er redet nicht wie ein Schweizer Politiker. Nein, er redet wie ein Deutscher. Oh mein Gott, Junge, bitte hör mal richtig zu reden. Ey, das geht mir so auf den Sack. Auch in der ja, Schule, ihr Deutschen, ihr tut mir wirklich leid. Also wenn ihr mal wirklich Schweizer Politiker Interviews anhören müsst, oh Gott. Fremdscham. Das ist, also, wenn ich teilweise in der Schule damals noch, auch meine Kollegen, also nicht dich zum Beispiel, gut, du hast Ja, wir hatten ja 22 andere Compadres, die haben alle so geredet, Hochdeutsch in der Schule. Ja. Ey, ich kann das gar nicht mehr. Ich würde mich so in Grund und Boden schämen, wenn ich so wieder anfange. Ey.
Also bei mir sagen viele, ich rede sehr gut Hochdeutsch, aber man merkt, dass ich kein Deutscher oder kein Schweizer bin. Das hört man an meinem Akzent. Weil ich so ein komisches R habe. Ich selber höre das nicht. Spricht man mittlerweile in der Schweiz auch Hochdeutsch? Also grundsätzlich in der Schule so ein Gemisch zwischen was überhaupt? Nein, also wirklich, Real Talk, ja. Und zwar in den Medien, in der Politik, in der Schule spricht man Hochdeutsch. Privat Das ist nicht. grundsätzlich Nicht. so. Also wenn ich und Till uns privat getroffen hätten und über ein Thema getalkt hätten, Schweizerdeutsch, müssten wir über das Thema in der Schule talken, Hochdeutsch. Müssten wir das in der Politik ausdeutschen, Hochdeutsch. Und dann noch auf Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. So. Nee, Rätoromanisch wird generell immer wieder nicht ausgeklammert, wird aber nur Englisch. Also Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch wird dann genommen. Ja. Weil ja die Rätoromanen auch irgendwie Schweizerdeutsch können. Und das ist ja irgendwo von Germanen her, keine Ahnung. Aber ja, mittlerweile in der Schweiz auch Hochdeutsch. Grundsätzlich ja. Aber ob das jeder so kann wie wir oder wie ich oder keine Ahnung, Also das die ist dann auch wieder meisten eine Ausnahme. können das so richtige Kanaken-Hochdeutsch. Weil wir haben halt wirklich in der Schule mehr Flüchtlinge. Ist ja nicht schlecht, also Gottes Willen, das soll jetzt nicht richtig sein, aber Das die können dann Problem in nicht der richtig ganzen. Deutsch und dann musst du mit denen Hochdeutsch reden. Also das hat. Warte mal, Da warst du wir hatten vielleicht zwei Inder, in wir hatten ja zwei Inder bei uns in der Schule. Das hattest du vielleicht, aber ich auf dem Lande, pff, Ja, bei da kann mir, ich ey, mir jetzt Digga, gar jeder, nicht. Digga, ich war eine Seltenheit mit Schweizer Wir Pass. hatten. Wir hatten. Ich war eine Seltenheit in der Ein. Großstadt. Wir hatten ein Jugoslaw, glaube ich. Sagt man es überhaupt noch? Ex-Kosovo? Nee, Weißt du, Kosovare, was stimmt. Jugoslaw heißt? Weißt du, was das wirklich heißt? Ist keine Was kommt jetzt schon Beleidigung. wieder? Ist zwar Ex-Jugoslaw, also früher Jugoslawien, aber die wortwörtliche Übersetzung ist südlicher Slave. Jugoslaw. Jugo, südlich, Slav, Slave. Das Klingt ist einleuchtend. Jugoslaw. Deshalb ist es eigentlich keine Beleidigung, zu sagen, du bist ein Jugo. Slav. Du musst einfach Slav hinten, ne, reinfügen, weil Jugo, ja, das hört sich auf Serbisch, heißt es einfach Süden. So. Du bist Süden. Wow. Und wenn du es im Englischen aussprichst, dann heißt es you go, oder? Du gehst. Ey, so bekloppt, ey, manchmal teilweise. Ja, So ein nee, aber. Schwachsinn aber auch. Ey, ich kriege manchmal die Krämpfe, wenn ich da wirklich auch in der Aber Schweiz. nee, das war bei uns in der Schule, also in der Grundschule damals. Wir hatten ein. Nee, wir hatten. Doch, wir hatten ein Albaner. Ein. Ich weiß nicht, was da. Was andere war, keine Ahnung was. Das war irgendwie so ein. Nicht mal. Nee, kein Inder, keine Ahnung. Nö, das war irgendwie so ein Mischmasch. Ich hab T-Highlander. keine Ahnung mehr. T-Highlander. Nee, war riesengroß, aber trotzdem irgendwie, ich glaube keine Ahnung. Aber auf jeden Fall einen Türke hatten wir, ein Jugoslaw, was ein Kosovare und das war's. Auf 26 Personen, also Kinder halt damals noch. Auf Also. 26 Kinder, zwei, sag ich mal, Ausländern, damals halt immer noch. Und der Rest ist halt war Schweizer aus dem Dorf, Also vom gleichen Dorf. ich komme aus der Bronx. Ja, In Emmen genau. Bronx ist sehr gefährlich. Und das ist nicht nur so ein Joke. Das ist auch wirklich die schlimmste Gemeinde. Das kannst du vergleichen mit Osnabrück. Osnabrück war ein gutes Keine Beispiel. Ahnung, da bin ich raus. Da bin ich echt raus. Und zwar gibt es hier das Albaner Viertel, das Bosner Viertel, das Mazedonien Viertel, das Kosovo Viertel, das Portugiesen Viertel, das Spanier Viertel, etc. pp. So ziemlich jede Nation ist vertreten, außer Polacken. Ich bin so ziemlich der einzige Polacke hier. Ja, auf jeden Fall bei uns in der Schule, ich habe Schweizer Pass. Heißt, ich muss Militär machen, blablabla. Ja, ich war der Einzige fast mit Schweizer Pass.
in einer Schule, in einer Klasse, die dem Gymnasium gleichgestellt ist. Also sprich, die Leute waren nicht dumm. Du, das zeigt ja auch nichts aber, aus, ne? Aber wie wir uns benommen haben, waren wie Dullis. Wirklich, also das musst du dir geben. Ey, Junge, Mann, jetzt machen wir Jugokreis. Schubsen wir ein paar Leute rum, kloppen sie ab, ey. Also wenn das war ja das immer wieder, ne? Das war in der ersten paar Jahre und danach war es 15 Minuten sind ja vorbei. 15 Minuten. Ach so. Immer so zur Info. Ich habe gerade einen fetten Ballen gepresst. Ja, auch ich in der Hose. Ach so, du machst die 180er? Leider aus Versehen ein. Ich wusste nicht, dass ich den noch habe. Naja, dann machen wir die 15 Minuten wieder fertig. Dann gibt es die nächste Folge für YouTube und oder wollen wir? Ja, ist auch schon alles easy. Ich hab's nicht immer hier.